Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zur 27. Folge der F1 Ultra-Karriere. Die Formel 1 macht im Jahre 2011 Halt in Japan, Suzuka. Eine Strecke, die anspruchsvoll ist, bei der man konzentriert sein muss und wo man auch einen gewissen Skill haben muss, um da wirklich vorne mitzuspielen. Wir sind im ersten freien Training. Da ist Maldonado und da ist Nico Hülkenberg und da ist ein Frontflügelschaden und ein Plattfuß vorne links. Dieses freie Training in dieses Rennwochenende und auch jetzt hier steht Bruno Senna vollkommen im Wege. Die 130 eher schön verkackt und das ging die ganze Zeit so weiter. Es ist nicht wirklich das, was ich mir erhofft habe im ersten freien Training. Die Pace ist absolut nicht vorhanden und irgendwie sagt auch mein Lenkrad, nein, du wirst nicht so weitermachen wie bisher. Der aktuelle WM-Stand jedenfalls ziemlich groß. Da könnte auch ein Mark Webber gewinnen und es würde noch in etwa knapp bleiben, wenn Kaufmann 0 Punkte holen würde. Aber darauf wollen wir nicht hoffen. Währenddessen wir wieder sehen, wie Kaufmann in der 130er abfliegt. Und ja, dann auch aus Frust die Poller mitnehmen. Es läuft in beiden freien Trainingssessions nicht. Und jetzt hier ein Lotus vor uns. Da gibt es eine Berührung. Und wer erinnert sich noch an die letztjährige Folge in Japan? Der 5 Jahre Anatoli direkt vor uns, der Angriff gegenüber unseren Teamkollegen, die Berührung und die Stewards entscheiden auf eine Durchfahrtsstrafe. Ja, eine Durchfahrtsstrafe gab es ja vor einem Jahr hier an dieser Stelle. Nur mit dem Unterschied, dass es damals halt heftiger war, als wir Trolli hinten raufgefahren sind und nicht nur so stümperhaft wie bisher. Und ja, dumpf aufs Gas treten, sich wegdrehen, das liebe ich doch einfach, Jungs. Da müssen wir nicht immer schreiben, warum gibst du immer Gas, wenn du abfliegst. Ich weiß nicht, vielleicht mag ich es auch abzufliegen. Ist alles gut möglich. Ich will dies 2012 unterbinden und ja, lebt damit noch für 2011, aber ich glaube, so viele Abflüge sollte es nach dieser Strecke nicht mehr geben. Wir sind im Qualifying. Oliver Turvey ist nur eine Zehntel langsamer als wir und das ist nicht wirklich das, was ich mir erhofft habe, denn aktuell auf Platz 19, 4 Minuten 27 noch auf der Uhr und erstmal der Abflug in der 130R. Der Flügel zu schnell aufgemacht, aber es wäre auch sonst keine allzu gute Zeit gewesen. Wir sind ordentlich zurück hinter unserer Bestzeit und es bleiben nur noch 45 Sekunden auf der Uhr, also eine Runde Zeit, um Q2 zu erreichen. Das wäre das erste Mal, dass Kaufmann in Q1 ausscheiden würde in dieser Saison und dass Sebastian Vettel auf der schnellen Runde in Q1 hier auffällt, ist auch nicht wirklich ideal. Und jetzt kommen wir gleich über den Strich, die Zeit geht hoch, 32 und das war schlechter und das ist Startplatz 20. Das ist das schlechteste Qualifying der ganzen Saison mit dem 20. Platz als WM-Führender in diesen Grand Prix reinstarten. Das wird eine ganz, ganz dicke Nuss. Ganz viel Arbeit liegt da davor. Aber wenn wir schon gesehen haben, dass die Pace im freien Training und im Qualifying nicht ideal war, dann male ich mir fürs Rennen nicht wirklich was Besseres aus. Höchstens irgendein Safety Car oder so würde uns vielleicht den Hintern retten, aber auch da habe ich so meine Zweifel. Jedenfalls sehen wir, Hamilton hat es auf die 6 geschafft. Buemi gewinnt zum ersten Mal ein Qualifying-Duell gegen uns in dieser Saison. Startet auf der 16 wie auf 20 und wenn die 5 Lichter löschen, geht es los zum großen Preis von Japan 2011. Und es geht endlich los, weil Seki wird sofort geschnupft, auch Bruno Senna direkt auf gleiche Höhe ziehen. Maldonado kämpft dann mit Sebastian Buemi und Nico Hülkenberg. Wir gehen in die erste Kurve hinein, ziehen noch am zweiten Williams vorbei und sind also schon 3 Positionen nach vorne gekommen. Währenddessen wir über die Wiese gehen müssen, um den Zwischenfall mit Turvey und Buemi zu vermeiden. Gibt Maldonado die Chance nochmal vorbeizukommen, schafft er nicht. Also Kaufmann auf der 17 momentan hinter seinem Landsmann und Teamkollegen bei Scuderia Toro Rosso. Und jetzt sind wir Maldonado, nutzt den Fehler aus, gibt es ein kleines Wheelbanging. Maldonado zieht dann wieder zurück. Und deswegen bleibt er noch auf der 18. Jetzt kauft man ein Manöver gegen Sebastian Buemi und gegen Oliver Turvey in der Haarnadel. Hat zwar einen schlechteren Ausgang erwischt, aber das lässt ihn noch nicht locker. Er bleibt dran und kommt weit neben die Strecke auf die Wiese. Turvey bleibt vorerst noch vorne. Buemi hat noch mehr Boden verloren, hinter Maldonado zurückgefallen. Jetzt kommen wir in die Spoon-Kurve hinein. Immer noch gegen Oliver Turvey, geht es um Platz 15. Und das ist das auch.
am Ende gewesen. 15. Platz. Und jetzt muss Turbi noch auf Maldonado aufpassen, was wir aber nicht mehr auf Bild haben. Aber wir sehen, dass Maldonado vorbeigekommen ist. Und hier vorne ein Viererkampf um Platz 11. Die beiden Saubers und die beiden Boss Indias. Kaufmann profitiert, will außenrum an Nico Hülkenberg vorbei. Und das gelingt dem Luzerner. Er ist jetzt auf Rang 14 und jagt das Team aus Hinwil, aus der Schweiz. Sauberfahrer Kamil Kobayashi bei seinem Heimrennen. Das hat er sich definitiv auch besser vorgestellt. Nur ein 13. Rang. Vielleicht schafft es Kobayashi ja noch mit einem Wunder in die Punkte. Da müssen wir abwarten. Jetzt geht es jedenfalls runter in die 130R. Aggressiv genommen, kommt ein bisschen weit raus, aber zieht neben Kobayashi und mit dem Spätmanöver zieht er noch an Paul Di Resta vorbei. Und das sind zwei Positionen auf einmal und Platz 12 in Runde 4. Währenddessen, ich jetzt gerade gesehen habe, ist da Di Resta abgebogen? Ja, nicht ganz, aber es sah so aus, als wäre da hinten einer abgebogen. Die Berührung mit Perezek. Runde 5, es ist Zeit für einen Boxenstopp. Perez bleibt draußen, ist auch auf Medium gestartet. Kaufmann auf dem Soft. Vollzieht seinen Boxenstopp und das sind seine Kontrahenten vor ihm. Ein McLaren, ein Mercedes, da war auch, glaube ich, noch ein Ferrari zu sehen. Und so weit hinter denen liegt er aktuell. Der Boxenstopp. Die Chance auf Punkte, sie ist noch einigermaßen vorhanden, aber Perez auf 11 hat halt auch schon einen großen Abstand auf den Fahrer, der auf der 10 lag. Und jetzt aktuell ist Kaufmann auf der 13 und dann kommt auch auf dieser Position zurück ins Renngeschehen. Und das Spur, das direkt hinter ihm war, spielte ihm eine große Rolle, aber es passierte nichts mehr. Der Anschluss auf Perez ging verloren, der Kampf mit Di Resta um Platz 12. Hier gibt es die Berührung, Kaufmann verliert die Kontrolle und landet in der Mauer. Das Auto bleibt irgendwie heil, aber jetzt ist klar, das gibt eine heutige Nullnummer. Ist schon ein Weilchen her, dass es null Punkte gab für den WM-Führenden. Und nur noch hinter ihm die beiden HTs und die beiden Virgins. Und der Frust ist ihm ins Gesicht geschrieben, biegt in die Boxengasse ab. Und entweder entscheidet er sich jetzt noch auf einen Kampf mit den vier Fahrern hinter ihm oder die schlichte Lösung, er gibt das Rennen auf. Die Crew steht bereit und tatsächlich, sie wechseln zwar noch die Reifen, aber das war's. Kaufmann gibt das Rennen auf. Die erste Aufgabe in der Saison. Japan ist definitiv keine Strecke für den Schweizer. Das passt nicht. Massa gewinnt den großen Preis von Japan. Endlich nach so langer Abstinenz gewinnt der Brasilianer wieder einmal. Der letzte Sieg war ja 2008 in seinem Heimrennen und jetzt gewinnt er 3 Jahre. Danach mal wieder in den Top 10. Webber auf 4, Hamilton auf 5. Das ist entscheidend. Das kann den WM-Stand noch ganz schön verändern. Das kann den verkürzen für die letzten 3 Rennen in Korea. Korea, Indien, Abu Dhabi und Brasilien, denn Webber ist jetzt nur noch 11 Punkte hinter Kaufmann, ist zwar immer noch ein großer Vorsprung mit 11 Punkten, aber nochmal so ein Rennen wie heute, das sieht katastrophal aus. Hamilton ist auch nicht weit weg, da muss man aufpassen, das kann noch sehr interessant werden. Ferrari durch den Sieg mit Massa ziehen sie jetzt weg von Toro Rosso und sichern sich als dritte Kraft. Ist doch klar, wenn bei Toro Rosso nur ein Fahrer aktuell die Punkte mitnimmt. Glauben Sie, dass Sie an diesem Wochenende die maximale Performance aus dem Auto herausholen konnten? Wir haben das ganze Wochenende gekämpft. Ich hatte absolut Probleme, die Pace zu finden. Es muss nicht zwingend am Auto liegen. Ich habe einfach nicht das ideale Setup und die ideale Art gewählt. Mit dem Titel des Formel-1-Weltmeisters würde sicherlich einer Ihrer Lebensträume als Rennfahrer wahr. Glauben Sie, dass Sie dieses Ziel in diesem Jahr erreichen können? Ja, wir müssen uns definitiv zusammenreißen, wenn wir das jetzt noch realisieren wollen. 4 Rennen sind es noch und noch so ein Rennen wie heute und es ist schnell vorbei. Einige Fahrer scheinen im Qualifying Probleme zu haben, zeigen dann aber im Rennen eine fantastische Leistung. Sind Sie mit Ihren aus den Qualifyings der bisherigen Saison zufrieden? Ja, wir haben gute Momente, wir haben schlechte Momente. Das in Japan heute war ein schlechter, aber normalerweise gehe ich davon aus, dass wir eine sehr gute Session haben. Also so allzu schlecht sind wir eigentlich im Qualifying auch nicht. Das waren ein paar, ja, wichtige Worte von Kaufmann, die er da ausgesprochen hat. Und was sehe ich denn da? Rennen 16, Südkorea, keine Abschlussworte. Das Video geht noch länger, geht noch fast 10 Minuten länger. Ja, moin, guten Tag. Zwei Rennen in einem Part.
Wie kommt das? Naja, ich will nicht mit Japan nur so ein Gammelrennen auf die Strecke, euch zeigen. Ich will noch vielleicht etwas Positives in Korea erleben. Weil so kann ich das nicht stehen lassen. Und dann müsst ihr auch eine Woche warten und denkt sich, hey, guck mal, du bist so ein schlechter Fahrer. Kann sein, dass ich schlecht bin. Also, das schreite ich nicht ab. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einen persönlicheren Abschluss haben als eine Aufgabe in Japan. Und ja, ich muss jetzt mal sagen, Korea geht schon wieder so los, wie es in Japan geendet hat. Mit einem Schaden in den ersten beiden Trainingssessionen. Versuchen das Maximum rauszuholen und berühren immer wieder die linke Mauer. Beim zweiten Mal war der Abflug heftiger. Nichtsdestotrotz kann er das Auto noch auf der Strecke abfangen und setzt eine 44,5. Eine 39,4 war es am Ende dann, was die beste Zeit hingab. Das ist der 9. Rang. Das ist etwa weniger als eine Sekunde von Fernando Alonsos Zeit weg. Aber da ist Steigerungspotenzial drin, da kann man sich verbessern. Und immer noch eine Sekunde gefühlt auf Fernando Alonso im zweiten freien Training. Das dritte freie Training war dann etwas mit Regen noch übersät. War nicht entscheidend, da kein Regen an diesem Rennwochenende geplant ist, da im Qualifying und auch im Rennen nicht. Deswegen springen wir auch direkt ins Qualifying hinein. Als wir Kaufmann auf seiner ersten fliegende Runde sehen, der berührte die Mauer rechts. Das ist keine ideale Runde. Das geht deutlich besser mit einer 38,4, aber auf Soft, es geht schneller, ist doch nur 3 Sekunden schneller als die Zeit von Robert Wickens. Und als wir dann sehen, dass Oliver Turvey dann vor uns ist, dann macht's Klick. Und die beiden HRTs halten uns auf, biegen beide zum Glück in die Boxengasse ab. Und es gibt eine minimale Verbesserung von 6 Zehntel, 37,8. Das reicht für Q2. Und jetzt noch kurz eine Anmerkung, ihr habt vorhin gleich noch eingeblendet gesehen, unten rechts war nochmal der WM-Stand. Der Live-WM-Stand, den werden wir im Rennen sicherlich noch einmal zu Gesicht kriegen. Hier sehen wir noch, wer ausgeschieden ist rechts, währenddessen Kaufmann sich noch auf dem Weg über Start und Ziel macht, um seine erste Runde zu setzen in Q2. Und das sieht in diesem Sektor dieses Mal deutlich besser aus als die anderen Runden zuvor. Und das ist eine 35,623. Eine schnelle Zeit. Zeigt sich auch, dass es nur knapp 14 langsamer ist als die Bestzeit von, was war es jetzt, habe ich nicht genau gesehen, von Fernando Alonso, nee, von Jenson Button. Also auf dem Niveau mit den beiden McLarens. Und dann 7 Zehntel in der ersten Q3-Runde auf Jenson Button. Und ich weiß ganz genau, die Fahrer hinter mir, die werden sich verbessern, die haben sich verbessert. Und das Problem ist, ich schaue mir jetzt hier die Sektorenseiten an. 8 Zehntel langsamer im ersten Sektor, 1,5 Sekunden hinter Pausetter Lewis Hamilton. Rechts sehen wir noch, wer ausgeschieden ist. Ist gerade wieder ausgeblendet worden. Könnt ihr sonst zurückspulen und pausieren, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, das sieht ganz so stark danach aus, als würde es nur für einen 8. Platz reichen in diesem Rennen hier in Südkorea. Beim zweiten Lauf in der Formel 1 für Südkorea, Jeong Gam. Und jetzt über eine Sekunde langsamer und dann, als wir über Start und Ziel kommen, die Ernüchterung. Es ist Platz 8, 1,2 Sekunden hinter Lewis Hamilton und die ersten beiden unserer Rivalen, Hamilton auf 1, Webber auf 2 und wir auf 8. Alonso mit einem starken dritten Rang, Ferrari kommt gegen Saisonende doch nochmal zum Mitmischen auf den vorderen Reihen, jedenfalls im Qualifying. Im Rennen, ja, hat ja vorhin ja gut geklappt in Japan mit Massa-Sieg. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das Rennen hier in Korea. 4 Rennen sind es noch, 100 Punkte gibt es noch abzustauben. Und der Vorsprung in der Meisterschaft vom 1. auf den 2. beträgt 11 Zähler. Hamilton auf 1, Webber 2, Kaufmann 8 und Sebastian Buemi, ja, 20. Wo er eigentlich mehrheitlich in dieser Saison stand. Ihr kennt das Prozedere, wenn die 5 Lichter löschen, geht es los zum großen Preis von Südkorea 2011. Die Lichter gingen sehr schnell aus, schnelle Reaktionszeit war gefordert, die hatte Kaufmann einigermaßen, zieht an Schumacher vorbei in die erste Kurve und kommt bis auf Platz 4 nach vorne. Alonso struggle, Kaufmann aggressive Wahl, geht an Webber vorbei, jetzt noch für das ganze Curse benutzen und zieht auch an Lewis Hamilton vorbei und das ist Platz 1 von 8 auf 1 innerhalb von 2 Kurven. Nur das Problem ist jetzt, das kannst du vielleicht noch 2 Runden aushalten, wenn du dich mit Curse verteidigen musst. Aber dann in Runde 3, dann ist dann erst richtig Party los, wenn dann die Fahrer hinter ihm DRS haben und er sich nicht absetzen kann. Denn Hamilton, der ist da, Hamilton attackiert auch schon ohne DRS in Kurve 3
muss er nochmal zurückstecken, aber ich sehe da, der Hamilton und der Webber, die kämpfen da schon ordentlich um die zweite Position. Ich meine, es geht auch darum, dass man noch eine Chance haben will in der Meisterschaft. Und da ist jede Position wichtig, die man holen kann. Und es wäre auch wichtig, wenn Kaufmann zurückfahren würde aus der Perspektive der beiden Piloten. Wir sind in Runde 4. Der Vorsprung, das ist nix. Das ist ein Hauch. 3,5 Zehntel Vorsprung auf Mark Webber und Webber ist dran. Der ist jetzt dran und kann DRS verwenden. Alonso fährt die schnellste Rennrunde. Und jetzt Kaufmann, der benutzt noch keinen Kurs. Erst jetzt, als er den Fall sieht. Webber links. Er macht ihm die Tür ordentlich zu. Drückt ihn beinahe in die Mauer. Webber geht aber noch nicht vorbei. Hat die Außenbahn. Jetzt hat er aber die Innenbahn, weil Kaufmann überschießt. Und jetzt könnte es ein Drag Race werden. Nein, doch nicht. Webber steckt doch noch einmal zurück. Der wartet ab. Und jetzt ist es Zeit für einen Boxenstopp. Kaufmann mit dem sogenannten Undercut. Geht vor den Führenden in die Box hinein, um eine ja doch eher freiere Box zu haben. Denn wir wissen ja, in diesem Spiel ist es wichtig, eine freie Box zu haben. Wenn da Konkurrenten dabei sind, dann kannst du sau viel Zeit verlieren. Vor allem bei einer Renndistanz von gut 20%, wie wir es aktuell in unserer Karriere haben. Und jetzt müssen wir abwarten. Kaufmann kommt jedenfalls auf Rang 17 zurück ins Renngeschehen. Hinter Oliver Turvey, vor Bruno Senna. Und jetzt alle anderen vor ihm waren ebenfalls in der Box. Da sehe ich einen Hamilton an der Box. Da sehe ich einen Vettel an der Box. Und das ist aktuell Platz 8. Überschießt zwar noch in Kurve 1, aber Vettel ist aktuell hinter ihm. Das heißt, der hat Hamilton in der Boxengasse überholt. Und jetzt in Runde 7, da ist doch ein kleines Wunder. Lotus ist wieder an der Spitze. Da gibt's denn das. Lotus, die sind die dann etwa wieder da, wo sie letztes Jahr aufgehört haben? In Abu Dhabi gab's ja den Sieg nach all den Jahren für Lotus und jetzt für Turvey das Rennen an vor Kaufmann und Vettel. Aber ich muss euch leider die Vorfreude wegnehmen. Turvey war noch nicht in der Box. Der biegt nämlich erst jetzt ab. Also die kurze Führungszeit von Lotus, da war sie schon wieder weg. Und Kaufmann führt den großen Preis von Südkorea wieder an. Liegt vor Sebastian Vettel, Mark Webber und Lewis Hamilton. Und wenn da Vettel vor den beiden bleiben könnte, wäre das natürlich ideal. Aber da gab es einen Teamorder bei Red Bull. Vettel, Lewis, Webber passieren. Trotzdem steigt der Vorsprung auf 18 Punkte an. Hamilton, aktuell nur 12 Zähler, würde auf 35 Punkte zurückfallen, wenn er nicht jetzt an Vettel vorbeikommen würde. Und jetzt ist er auch vorbeigekommen und jetzt ideal, bekommt er nochmal 3 Punkte, aber der Rückstand ist immer noch 32 WM-Zähler. Bei 3 Rennen sind 32 Punkte schwer wieder wettzumachen, ganz schwer. Wir sind in der letzten Runde, Kaufmann muss noch Webber das eine Runde lang hinter sich halten, damit er wieder einen Sieg feiern kann. Das wäre ideal nach dem Rennen in Japan noch mit einem Sieg wieder den WM-Kampf neu zu lancieren und jetzt hartes Verteidigen gegen Mark Webber. Da benutzt er auch das ganze Curse, was er zur Verfügung hat, um Webber hinter sich zu halten. Und in Kurve 4, nee, warte, die Kurve 4 ist Kurve 3. In Kurve 3 bleibt er dann vor Webber und jetzt gibt es auch nicht mehr allzu viele Möglichkeiten für Mark Webber vorbeizukommen. Eine wäre jetzt noch hier runter zu Kurve 4 in der Linkskurve. Kaufmann lässt ein bisschen viel Platz und schneidet dann in Kurve 5 dem wieder alles weg. Und jetzt kommt der Mittelsektor, wo Überholen eigentlich ohne Einwirkung durch Fehler des Fahrers oder technische Defekte nicht möglich ist. Es ist genau der erste Sektor, wo man etwas wahren kann. Auch der dritte Sektor, da geht nichts mehr. Also nur noch Fahrfehler könnten Webber einen Sieg ermöglichen. Wie zum Beispiel so etwas hier. Wenn das aggressiv auf dem Körper fahren wäre, dann würde das am Ende ganz schlimm aussehen. Und so ein Fehler könnte Webber auch gebrauchen. Aber Webber, der ist nicht da. Der ist irgendwo hinter ihm. Ein paar Zehntel, eine halbe Sekunde. Und das lässt sich Kaufmann nicht mehr vom Brot streichen. Wie spreche ich denn Brot aus? Brot. So, der letzte Sektor, die letzten paar Kurven. Kurve 16, Kurve 17, Kurve 18, jetzt über Start und Ziel. Und Simon Kaufmann gewinnt nach dem Katastrophenrennen in Japan das Rennen in Südkorea. So meldet man sich zurück in den Meisterschaftskampf. Fantastisches Rennen, Glückwunsch zum Sieg, das sind 25 Punkte. Von den Rundenzeiten her ist das ein absolut verdienter Sieg, alle etwa auf gleichem Niveau. Webber waren mal einen Ticken schneller.
Aber die drei da vorne, die geben sich nochmal Saures. Das wird nochmal interessant werden in den letzten Rennen. Hier noch die Top 10 werden von Kobayashi und Hülkenberg abgerundet. Und die große Überraschung, wo ist Jensen Button und Alonso auf 19 und 20? Was mit den beiden passiert, das kann ich euch leider nicht erzählen. Da ist aber irgendwas Verrücktes passiert. Den WM-Stand haben wir noch kurz in Runde 10 gesehen, wie sich der verändert hat. Kaufmann führt mit 18 Punkten vor Mark Webber und deren 32 auf Lewis Hamilton. Also das kann sogar frühzeitig entschieden werden, wenn da alles nochmal so weiterlaufen sollte wie heute in Korea. Aber ob das entschieden wird, das werden wir erst in einer Woche sehen, wenn es dann weitergeht mit dem Indian Grand Prix. Und vielleicht werde ich auch Abu Dhabi dann noch in das gleiche Video hineinschneiden. Dass dann Brasilien das einzige Rennen bleiben wird im letzten Part. Aber da lasse ich euch noch ein bisschen abwarten. Das werdet ihr dann erst in einer Woche sehen. So, wir sehen, Red Bull führt weiterhin vor McLaren. Ferrari muss wieder langsam mal nach hinten gucken. Toro Rosso mit dem Sieg von Kaufmann kommt wieder etwas näher ran. Durch den fünften Platz von Massa gab es nicht allzu viele Punkte für die Scuderia aus Maranello. Wer der Achter war, das Ziel. Auf dem Startplatz gestartet. Es ist der Sieg. Und 25 Zähler und ein Riesenschritt Richtung Meisterschaft. Und bei noch drei Rennen und 75 Punkten ist ein Sieg natürlich absolut Gold wert. Sie haben heute wichtige 25 Punkte eingefahren. Sind Sie damit dem großen Ziel, dem Formel-1-Titel, einen weiteren Schritt näher gekommen? Ja, durch den Sieg heute haben wir uns 25 Punkte geholt, haben unsere direkten Konkurrenten hinter uns gelassen. Auf Platz 2 und 3 wäre zwar besser gewesen, wenn sie vielleicht etwas weiter hinten gewesen wären, aber der Vorsprung ist immer noch beachtlich groß, 18 Punkte auf Webber. Ich weiß nicht, es kann noch einiges passieren in den letzten drei Rennen, ich will es nicht verschreien, aber es kann sicherlich möglich sein, den Titel noch zu gewinnen. Sie gehen sicherlich mit bestimmten Zielen und Erwartungen in ein Wochenende. Ist dieses Wochenende Ihren Vorstellungen entsprechend verlaufen? Das Team scheint zufrieden zu sein. Das Rennen haben wir so beendet, wie wir es in unseren Träumen erhofft hatten, mit einem Sieg. Qualifying waren wir etwas träge, die Pace war nicht wirklich da auf der zweiten fliegenden Runde. Die erste Runde war nicht schlecht, wäre Verbesserungspotenzial drin gewesen, aber war jetzt nun mal so. Im Endeffekt spielt es dann keine Rolle mehr. Am Ende zählt auch das Rennen und der Sieg sowie die 25 WM-Zähler. Wir nähern uns dem Ende der Saison und Sie liegen zurzeit in der Fahrerwertung vorn. Glauben Sie, dass Sie auch nach dem letzten Rennen ganz vorne stehen und zum diesjährigen Formel-1-Weltmeister gekrönt werden? Geträumt habe ich das schon in der ersten Saison. Jetzt, wir sind in einer Position, wo das realisierbar ist. Drei Rennen sind es noch, wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Es ist möglich, sicher. Aber ich traue auch Webber und Hamilton zu, dass sie noch irgendein Ass im Ärmel haben und uns vielleicht noch aufhalten könnten in den letzten drei Rennen. Abwarten, Indien, das erste Rennen. Wir schauen uns die Performance da an. Ja, da fehlten mir die Worte irgendwie am Ende noch. Wir haben drei neue E-Mails und zwar ist das unser vierter Saisonsieg gewesen. Neben, jetzt lass mich nicht lügen, Spanien, Monte Carlo und Ungarn. Und auch Angebote zurückgezogen fürs India. Hat sich jetzt doch entschieden, uns nicht mehr lange zappeln zu lassen. Die wollten eine Antwort, wir gaben keine. Und auch das Hispania Racing Team zieht ihr Angebot zurück. Heißt also, wir haben noch drei Angebote aktuell von Toro Rosso, Lotus und Virgin. Und ja, wie gesagt, es wird wohl alles darauf hinauslaufen, dass es noch eine Saison bei der Toro Rosso geben wird. Auch wenn wir Weltmeister werden sollten, ich denke nicht, dass ich den Sprung zu Red Bull wagen werde und da Webber oder Vettel ersetzen würde. Da würden wir lieber nochmal ein Jahr bei Toro Rosso fahren und gucken, dann wie es 2012 weitergeht. Das sind aber alles Sachen, die erst in der Zukunft geklärt werden. Es sind noch aktuelle Rennen vorhanden in der Saison. Auf die konzentrieren wir uns zuerst, bevor wir uns überhaupt Gedanken machen, wo wir 2012 fahren werden. Und damit verabschiede ich mich auch schon von diesem heutigen Part. Zwei Rennen, ein langes Video. Habe mich mal zusammengerissen und mal zwei Rennen ein Video gepackt. Ja, aber auch eigentlich nur, weil Japan halt eine Katastrophe war.
Gut, ich laber eigentlich schon wieder viel zu lange um den heißen Bayer-Runden. Rennen 17, Indien, Neu-Delhi. Das nächste Rennen unbedingt einschalten in 7 Tagen, Freitag, 14 Uhr. Seid dabei und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, bis denne und ciao.